Wasser ist hart. Hey, wie das, was gekommen auf meinen Flügel? Das sieht nicht gut aus. Grundgütiger, das ist ja herrlich warm. Und gar nicht tief. Hier, ich kann sogar stehen. Petri auch. Naja, fast. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Warum ist denn das Wasser so warm, Meister Plattnase? Tja, das scheint wohl eine unterirdische Quelle zu sein. Seht ihr, da drüben blubbert heißes Wasser. Sogar die Steine sind warm. Meister Plattnase, haben Sie sowas schon mal gesehen? Nein, ich denke nicht. Ich muss gestehen, dass ich das nicht habe. Aber Wanderer, die mit ihrer Herde durch unser großes Tal gekommen sind, haben mir davon erzählt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dort, wo es Wärme und Wasser gibt, da gibt es auch... Grünzeug! Schmeckt lecker. Ich wünschte, die Erwachsenen könnten auch hiervon essen. Und Spikey. Ja, und Spike. Das Grünzeug reicht ganz bestimmt so lange, bis das weiße Bodenglitzern wieder weg ist. Aber der Pass zum Tal sind zu. Schon vergesst? Die Erwachsenen sind im Tal eingeschlossen. Und wir sind hier draußen. Und haben uns verirrt. Nein, haben wir nicht. Ich kenne diese hohen Felsen. Ich habe sie zwar noch nie gesehen, aber Reisende haben mir davon berichtet. Das Tal ist gleich auf der anderen Seite. Ich weiß genau, wo wir sind. Aber leider nützt uns das gar nichts. Moment! Ihr wollt doch nicht etwa... Aber das geht nicht. Ich meine, Wesen wie wir können doch nicht... Wir können doch nicht einfach dort raufklettern. Oder doch? Es hat keinen Sinn. Der Sturm hat mir die letzten Kräfte geraubt. Ich kann nicht mehr. Auch nicht weinen, Tippi. Wir finden schon Futter. Du wirst sehen. Oh, Spike, du weinst auch. Das tut mir ja so leid. Riechst du etwas, Spike? Riechst du etwas zu futtern? Glaubst du, du kannst es finden? Spike weiß, wo wir hin müssen. Los, folgt ihm! Ihm folgen? Aber er ist doch noch ein Kind. Was haben wir schon zu verlieren? Na dann, Spike, zeig uns den Weg. Sinn. Warum lasst ihr mich nicht einfach hier zurück? Das können wir doch nicht tun. Ich halte euch nur auf. Und ich kann keinen einzigen Schritt mehr laufen. Ich kann mich natürlich auch irren. Ah! Weg hier, weg!
denn da los? Schneller, Tera, wir müssen hier weg! Ich kann nicht schneller! Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte die Jungen beschützen und nicht wie ein Feigling einfach weglaufen. Es war mir eine Freude und ein Vergnügen, euch zu beschützen, Kinder. Und bei dem Scharfzahn muss ich mich auch bedanken. Er hat mir den Antrieb gegeben, den ich noch brauchte, um bis zum Gipfel zu kommen. Ja, wir haben's geschafft, Freunde! Da drüben ist der Pass, der durch die Berge führt. Aber ja, gleich hinter der großen Brücke, nur einen Steinwurf entfernt. Na und? Der Pass ist blockiert, dank Petri. Ich nix gemacht. Fast zu Hause. Ja, aber wie bringen wir unsere Verwandten zur heißen Quelle? Meine Großeltern schaffen es niemals über diesen Berg. Wenn wir doch nur den Pass freimachen könnten. Oh, ich nicht noch mal gegen Berg fliegen? Vielleicht musst du das auch gar nicht. Meister Plattnase, Sie haben uns doch erzählt, wie die Hohlhörner die Baumsterne von den Bäumen holen. Brillant. Littlefoot. Was Neues? Ich kann sie nirgends finden. Merkwürdig. Das klingt genau wie Ducky. Und Littlefoot. Zera? Es nicht funktioniert. Wir sind nicht laut genug. Aber du bist es! Zera, sei wütend auf das weiße Bodenglitzern! Hä? Sei richtig wütend! Richtig, richtig wütend! Ah, verstehe! Na schön! Das kommt von da! Wart ihr? Was habt ihr getan? Keine Sorge, Meister Plattnase hat uns die ganze Zeit beschützt. Ach was, ich wette, er war eine große Hilfe. Ja, das war er und er ist der Älteste und Weiseste von uns allen. Entschuldigung. Ist schon gut, aber du bist mir noch eine Erklärung schuldig, junge Dame. Ich weiß, Papa, du hast recht, aber wollen wir die ganze Sache nicht lieber beim Essen bereden? Hast du gerade Essen gesagt? Wie fühlst du dich? So gut wie schon lange nicht mehr. Das verdanken wir Littlefoot und seinen Freunden. Ja, das habt ihr gut gemacht. Und du auch, Plattnase. Vielen Dank, zu liebenswürdig. Mein lieber Langhals, ich nehme alles, was ich über Littlefoot gesagt habe, zurück. Er ist ein ganz bemerkenswerter Junge. Ihr könnt sehr stolz auf ihn sein. Das sind wir auch. Danke, Meister Plattnase.